Halli, hallo, liebe Freunde, wieder zu Dead Space. So, wir sind hier immer noch auf der USG Ishimura und versuchen hier irgendwie herauszufinden, what the fuck überhaupt los ist. So, wir wechseln zu diesem kleinen Gerät, laden nach und dürfen jetzt den ganzen Weg wirklich zurück. So, ach, du hast noch nicht mal Munition. Wofür habe ich dich dann so schön geexecuted in der letzten... Ja. Was will man dazu noch sagen? Wir wurden zermatscht. Da habe ich wohl nicht so ganz aufgepasst. Nein. Ihr wollt mir jetzt so nicht sagen. Wir haben das Ding schon gemacht, ne? Okay, war einfach nur doof. So, hier haben wir die letzte Folge beendet. Also wieder zurück. Willkommen. Oh, die Leiche ist weg. Okay, hier Parcours, da Parcours, hier entlang. Ganz entspannt. Und hier raus. Ich höre wieder röcheln und stöhnen und sonst was. Was könnte es sein? Als nicht ein kleines Nekroform-Kindlein. Danke. Davon haben wir 6 Schuss. Diese 6 Schuss sollten wir eventuell gut benutzen, um halt die nächsten drei Gegner zu eliminieren. Wenn wir treffen und deren Beine nicht schon wieder mit massiven Eichenholzknochen versät sind. War das hier davor auch schon? War ich mal schon seit, ich glaube, 3 Folgen pissen. Und zwar immer noch nicht. Dafür müsste ich nämlich aufstehen und jetzt bist alleine sein. Alleine sein. Alleine lassen. Oh, jetzt, das war doch dieser lange Aufzug, ne? Vielleicht redet ja diesmal jemand mit uns, damit diese Fahrt nicht mehr so lange sein wird. Oder? Vielleicht? Nein? Rede ich? Ja, vielleicht? Aufzüge. Wie oft kann ich noch über Aufzüge reden? Ich weiß es nicht. So lange wie dieses Let's Play noch laufen wird wahrscheinlich, ne? Bis wir es durchhaben. Isaac, bis wir es durchhaben. Tick, tack, 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 tick, tack. Oh, wow, wow. Yay. Okay, wir sind oben. Hört sich nach Besuch an. Wow! EF oder E war das, ne? Das ist nett, dass ihr auf mich wartet. Du bist tot. Ah, das Geräusch ist doch schön. Aber ich glaube, da waren noch diese... gebt mir kurz den Moment. Und benutzen den großen Cutter. So, von wo kam noch Geschrei? Von dir. Und da war das Geschrei auch schon weg. Tot. Wir haben sie ermordet. Mit gutem Recht aber auch. So, haben wir ein ganzes Magazin jetzt voll. Munition. Audiolog. Ich glaube, die sind ja auch nicht so ganz hell. Was? Hier auf der anderen Seite gibt es noch einen Aufzug? Och nö. Wird der Aufzug auch schon wieder so lange dauern? Dass wir das von da aus aufheben können. Ah. Wo müssen wir hin? Ich habe nicht aufgepasst. Also auf einer Ebene müssen wir ja gerade sein, ne? Auf der sind wir wohl. Dann gehen wir doch mal Ebene 3.
Und wenn es uns sagt, dass wir wieder reingehen sollen, wissen wir, wohin wir dann dürfen. Zu Ebene 1. Tick-Tack, ja, das dauert wunderbar lang. Sieh uns wieder ganz. Verzeihung? Hier, Tempo. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Das sind schöne Geräusche. Okay, wir sind falsch. Machen Sie uns wieder ganz. Ja, wann anders, ne? Wir werden hier eh wahrscheinlich einmal kommen. Die werden wahrscheinlich so einen langen Gang mit einem Typen, der sagt, mach uns wieder ganz haben, nur um dann zu sagen. Hör mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Was? Die war doch noch nicht fertig. Och, Mann. Och, Mann, ich wollte jetzt wissen, was sie noch zu sagen hatte. Das werden wir jetzt nie erfahren. Es sei denn, wir gehen New Game Plus. Was wir aber nicht werden. Dafür ist mir Dead Space doch nicht flüssig genug. Nicht von der FPS-Anzahl, sondern einfach von der Bewegung her. Willkommen im Vakuum oder so etwas. Ja, war klar. Was sind ja auch sonst? Einmal hier durch, bitte. Aber hier scheint wieder Sauerstoff zu sein. Also bitte. Ende des Vakuums. Ihr seid schon richtige Kackviecher. Ja. Zwölf Schuss, um zwei zu erledigen. Ihr seid es gar nicht wert. Nicht machen wir auch kaputt. Dabei fällt mir gerade ein, es gab auch noch einen relativ tollen Dead Space Film. Ich glaube, es gibt sogar zwei Dead Space Filme. Schreit nicht so auf, als wärt ihr gruselig. Eins, zwei, drei. Tja, was würde ich so sagen, als würde man dir dreimal den Schniedelwurz wegschießen. Also ich stelle mir das hier ekelhaft vor. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Das wiederum gefällt mir nicht so ganz. Wir müssen es aufhalten. Okay, das eine Vieh ist ja schon mal tot. Na, laden wir nach. Bist du auch tot, mein Engel? Ja, ist es. Wo müssen wir jetzt lang? Okay, wieder nach da. Oder sind wir überhaupt von hier gekommen oder von der Seite da? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal kurz hier reingucken. Ein Lagerraum. Ja, scheinbar nicht mit sehr viel drin. Naja, besser als ins Hemd geschissen, würde ich mal sagen. Einem geschenkten Maul guckt man nicht ins Maul. Es sei denn, man hat die Vermutung, dass er irgendwie, keine Ahnung, eine Zahnfleischentzündung hat und eventuell deswegen sterben kann. Eintritt Vakuum! Vorsicht, ich bin gefährlich! Ach, seht das Weltall. Das Klopfen unserer Stiefel. Seht das Sauerstoff. Also ich würde vermuten, wir müssen Ebene 3, aber wir gehen erstmal Ebene 2, weil
falls ich falsch liege, dann können wir da einfach direkt draußen bleiben. Wenn wir doch zur Ebene 1 müssen, dann waren wir ja, wäre das ja eh auf dem Weg gewesen, ne? Können wir ja kurz einmal aussteigen, gucken und weiter geht's. Und ich muss langsam richtig dringend urinieren. Okay, Ebene 1, wer hätte das gedacht? Oder Ebene 3, wer macht denn bitte schon die 3 oben? Wir beginnen dann von unten an zu zählen. Ich manchmal. Je nachdem, was für eine Mathematik ich anwenden möchte. Im Sinne von welcher Formel, wie mein Blatt gerade befüllt ist und wie ich gerade überhaupt Lust habe, das Blatt zu beschreiben. Oder ob ich überhaupt Lust habe, irgendwas zu schreiben. Mach uns wieder ganz, nee, das hatten wir schon. Ripu, Ripu, Ripu. Boah, fuckt mich das ab. Nein, ernsthaft, es fuckt mich ab. Runter, 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 okay. Wir haben keinen Platz mehr. Deswegen beginnen wir wieder von oben. Speichern, speichern, weiter. Hallöchen. Warum schießt er nicht? Jetzt stirb! Okay, unsere letzte Hoffnung. Weg mit euch. Unsere letzte Hoffnung. Zwei Schuss. 200 Schuss mit dem schönen Impulsgewehr. Wenn es nicht sogar mittlerweile mehr sind. Sehr wahrscheinlich sind es mehr. Spätestens jetzt. Energiezufuhr. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sich an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Was? Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht. Auch mit der... Was? Mit dieser Steuerung, mit dieser... Langsam... Ach, Mann. Da müssen wir wohl durch. Das hier kommt mir alles relativ suspekt vor. Lagerraum 47, ich höre Stimmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Stimmen im Kopf so ganz gut sind. Eigentlich würde ich dazu nö sagen. Okay, das kann man nicht öffnen. Und wieder Money, Money, Money. Credits, Credits, Credits. Ich muss noch gucken, dass ich dann heute Nacht alles davon schon gerendert bekomme. Damit ich morgen am Sonntag noch Star Wars mit Score aufnehmen kann. Ich hoffe, der kann morgen. Sollte ihm Bescheid geben. Ansonsten wäre das doof. Ich sollte echt die Beta nutzen, um euch etwas von Star Wars zu zeigen, weil es macht echt Laune. Isaac, Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Okay. Deckung suchen und dann in Stücke gerissen werden. Und das ohne Sauerstoff. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Was? Warum gehen wir denn kaputt? Wir wurden ja noch nicht mal von etwas getroffen. Was? Hallo? Erklärt mir das jemand? Eintritt Vakuum! Eintritt Vakuum. Ich kenne ja nicht. Schwerelosigkeit. Ich kenne ja noch nicht mal dahin. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ach so. Wahrscheinlich die nächsten Explosionen. Wie vermutet. Ich finde es schön, wie ruhig Isaac dabei bleiben kann. Ich hätte mir vielleicht in die Buchse geschissen. Und sind mal davon abgesehen, dass wir langsam aber sicher ersticken, finde ich das auch gar nicht mal so schlimm, was hier gerade so passiert. Wir waren in Deckung. Also tut mir leid, da müsste ja ein Senkrechtflieger
auf uns gekracht, sei da wirklich komplett senkrecht, was in einer Umlaufbahn für einen Asteroid nicht möglich ist. Aber was? Das ist so mies mit den Trigger Zones. Boah, jetzt muss ich das nochmal machen. Eintritt Vakuum. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Jetzt mach schon, spring! Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ach. Danke. So ist es vielleicht ein bisschen einfacher rumzuspringen. Oh, Sauerstoffstation. Hätte ich noch weiter Krabum an. Ah, ah, ah. Na da. Das hört sich doch nach Sicherheit an, oder? Bum, 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 bum. Und einmal nach da springen. Danke. So, dann warten wir kurz, bis es wieder bumm gemacht hat. Weil dann nehmen wir hier uns noch einen Schluck Sauerstoff. So wie jetzt. Und jumpen nach da. Vielleicht sogar direkt nach da. Boah. Ich bin richtig risky, ne? Ich überlege, sollen wir nach da jumpen? Okay, wird nix. Ich würde sagen, als nächstes jumpen wir nach da vorne. Boah, jetzt stöhn hier nicht so rum wie eine Memme. Du hast nur keine kein Sauerstoff. Ja, komm, wir gucken mal. Haben wir was für dich? Ja. Also, Isaac, alles im grünen Bereich. Und Jumpy. Like a Katzi. Okay, so geht das nicht. Dann würde ich sagen, jumpen wir saferweise mal einfach nach... Wobei, hier dürfte uns eigentlich kaum noch was treffen. Eigentlich. Die Betonung auf eigentlich. Sogar sehr eigentlich. Ich habe gerade gesehen, wir haben Blut am Stiefel. So, jetzt muss es noch einmal bumm machen. Wobei das ja eigentlich total schwachsinnig ist, ne? Wie soll denn hier sowas passieren? Und bis drüben. Hi.